Jetzt muss ich mal kurz, völlig unrelatiert an mein Leben als YouTuber, diese zwei Pakete auspacken, denn ich vermisse das Netzteil für mein Löwendart. Und hier drin könnten Darts sein, die ich vermisse. Also wir schauen jetzt erstmal hier rein. Ich brauche dieses Netzteil, ja. Und schau mal, das ist so verklebt, das würde Amazon doch nicht machen. Also, ich habe den Verdacht, dass da das Netzteil drin ist, das ich die ganze Zeit erwarte. Das wird knapp. Das Problem ist, wenn es da nicht drin ist. Wo ist es dann? Nee, da sind Darts drin. Hey, jetzt werde ich Larry. Bluetooth Selfie Kamera made in China. Was? Okay, jetzt kratze ich mich mal kurz am Kopf. Was ist denn jetzt passiert? DSLR Kamera. Das ist ein Stativ, ne? Okay, das ist ein Stativ. Ich kann das jetzt schlecht filmen, aber ich habe ja schon das neue Stativ in der Hand. Entgegen allen Wünschen von euch, dass ich ein Stativ nehme, habe ich mir einfach wie mit so einer Pipette so ein Versuchsobjekt füttern, so. Na gut. Habe ich mir einfach so ein Stativ geholt, das man in die Hand nimmt. Wieder mal, weil ich stur bin. Stur und gondlig. Und wieder in Lebensgefahr. Wie gesagt, nicht zu Hause nachmachen. Pakete öffnen kann gefährlich sein. So, na, da ist so eine Tasche. Taschilu. Aha. Okay, da könnte ich fast ein Review zu abgeben. Das Stativ, das ich in der Hand habe, ist so robust und mega geil. Und die waren ungefähr preislich gleich. Da dachte ich mir, ich vergleiche die mal. Ich hol die mal beide. Das sieht eher aus, ob das nicht so hochwertig ist. Außerdem kommt es mit Free Corona aus China. Das kann erst noch sein, ne? Dass das jetzt hier dabei ist. Sieht eigentlich aus wie das, was ich in der Hand habe, in klein. Ist vielleicht doch ganz cool, weil es klein ist. Schaut mal, so, jetzt sieht man es. Das massive Hundeknochen. Und das so, aber ansonsten ungefähr gleich. Ich muss sagen, mit diesem Hammerlöffel hier links, mit diesem Mega-Schwengel bin ich recht zufrieden. Mit diesem Kollegium in Mini kann ich aber vielleicht auch arbeiten. Mal gucken, jedenfalls wenn eins kaputt geht, habe ich noch eins. So, und jetzt schauen wir mal, was in den Darts drin ist. Fast. Jetzt schauen wir erst nochmal. Also das Rodeci, das lange kostet 12,99 und das kleine hat 9,99 gekostet. Oh, da ist aber noch ein Bluetooth-Dings-Gedöns dabei, da komme ich gleich noch drauf. Und die Red Dragon Darts 25,90, 4 Stück. Und die schauen wir uns jetzt an. Dem geübten Auge entgeht nicht, dass ich jetzt das Minimal benutzt habe. Liegt gut in der Hand. Remote Shutter Camera. Knopfzelle bei. Bei. Drin sagt man da normal, aber ich habe mit irgendwelchen Leuten geredet, die so sprechen. Okay, und damit kann man, remotely kann man damit was machen? Wieso sollte meine Kamera darauf reagieren? Weil ich die einstecke irgendwo, oder? Ist aber kein Stecker dabei. Bluetooth Remote, okay. Cool, also bei dem Mini-Teil ist ein Bluetooth Remote-Ding dabei, na gut. Damit konnte dieses Teil jetzt nicht aufwarten. Interessant. Geil, okay. So, und jetzt schauen wir mal hier rein. Wir sehen schon was. 18 Gramm, geil, vielleicht Glück gehabt. Diesmal haben sie mir nur eine Packung geschickt, dafür 4 Sets da drin. Yay, und es schaut so aus, als ob ich mal richtig Glück hatte. Gut, wir kleben es hier aneinander. Denn das sind alles hochwertige Magenprodukte. Remy räumt den Magen auf. Magen-Darm-Produkte. Hier steht drauf Viking. Andy Fordham ist the Viking. Andy Fordham ist extremely huge. Das in seiner Hand ist ein Dart zum Vergleich. Und das Geile ist, ich habe eine Mädel, der Cuddy, vor 2-3 Tagen meine Andy Fordham Darts verkauft in Regenbogen. Witzig, ne? Witzig, geil, cool, sehr geil. So, Gold Appeal. Super nice, sind offensichtlich Tungsten-Darts, sind super dünn, 18 Gramm, sind vielleicht ziemlich geile Darts. Das Licht ist so geil, Förderzentrum. Da, Sunbeam, Superstrahl. So, und dann habe ich nochmal Gold. Gold, always believe in your soul. You got the power to grow indestructible. So, 18 Gramm. Das ist eine bunte Kiste, ne? Man kann alles kriegen. Ich habe 3x 18 Gramm Darts gekriegt. Simon, 4x. 3 geile Sets, und weil das Licht jetzt so geil ist und die eh schon offen sind. Ich kann nicht mal bis 4 zählen. Das Dark. Sind voll die Retouren wahrscheinlich, ist mir aber egal. Sehen unbespielt aus. Mache ich die jetzt mal auf, um den Satz zu Ende zu bringen. Den nehme ich mal in die Hand, der hat 0 Grip. Sogar hier, wo es so aussieht wie Grip, hat er keinen Grip. Knurled. Der hat absolut gar keinen Grip. 18 Gramm? Kommt mir ein bisschen leichter vor.
Null Grip. Okay, das sind die Zero Gripper. Das sind wahrscheinlich die Zero Gripper Tungsten von Red Dragon. Aber du weißt es nicht. Jemand mit schwitzigeren Händen klebt sich vielleicht daran fest und liebt es komplett. So, Windmorph Lights. Die sind etwas graustichig hier. Aber das ist wohl Absicht. Sind nämlich alle so. Und dann diese Darts. Bei einem ist die Spitze gerade rausgefallen. Die sind geil. Die sind geil. Grip von 0. Warum habe ich die gekauft? Ja, ganz einfach. Die Kids, die hier spielen, die können einfach diese Dinger nehmen. Perfekte Tungsten-Darts. Neu. Wunderschön. Ich finde es auch geil, dass ich 2 goldene bekommen habe, weil Gold macht einfach was her. Die Kids, die denken ja sofort, dass das echtes Gold ist. Du sagst zwar, das ist nicht so. Die glauben aber trotzdem, dass es so ist. Das ist das Schöne am Kindsein. Deine Fantasie ist stärker als alles. Und dann haben die geile Darts. Und ganz ehrlich, da kann ich bei den Eltern hier sagen, so 5 Euro. Und dann sagen die 5 Euro. Und dann sage ich ja. Und dann sagen die für einen. Dann sage ich nee, für alle 3. Und dann sind die mega happy. Geil. Geil Darts. Boah, finde ich gut. Noch gescheite Schäfte drauf. Gescheite Spitzen. Ja, dann machst du vielleicht einen 10er mit gescheiten Schäften und Flights. Bist ja gleich nochmal irgendwie 3-4 Euro los. Dann hast du super Beginner-Darts. Mega geil. Und The Viking. The Viking. Beim Viking verlangst du allein für den Namen verlangst du 10 Euro. Die kosten dann 15. Nee. Machst du nicht. Bei mir kosten alle Flights und Schäfte 80 Cent. Egal ob Target oder No Name. Gut, No Name kostet 50 Cent. Das Zeug zum Beispiel. Geil. Aber ich bin mega happy. Mega zufrieden mit dem Paket. 3x18 Gramm. Super geil. Super geile Darts. Gefällt mir. So, und dann ist jetzt die Frage, was ist hier? Hä, was habe ich nur mit 3 Sets? Es sind 4. Simon, es sind vielleicht 4. Vielleicht der lang ersehnte Nasenhaartrimmer. Das wäre natürlich ultra peinlich. Wir schauen trotzdem rein. Oh. Ja, das sind Chopsticks. Also das ist hier mit Stäbchenessen für Kinders. Das hat meine Frau bestellt. Geil. Guck, da kannst du dann die Finger wie einen so rein, den Daumen so und dann so und dann. Jedenfalls, meine Große hat sowas schon. Einfach nur sowas. Ohne Fingerdinger dran. Einfach nur so eine Puppe, die das festhält. Die sieht auch aus wie so ein Menschding. Wie so ein Bär. Und dann dung, dung, dung. Dann gehen die immer wieder auseinander und du musst nur so machen. Das klappt super. Geil, jetzt können wir mal Sushi mit den Kids essen. Falls das ganze Corona-Ding uns nicht alle dahin rafft. Immerhin habe ich das noch in der Hinterhand. Ja, cool, okay. Dann wissen wir auch, was da drin ist. Dann können wir uns wieder dem Tagesgeschäft widmen. So, das heißt also, dass mein Netzteil nicht da ist. Das heißt, ich muss jetzt mal da anrufen und fragen, wo mein Netzteil geblieben ist. Das hatte eigentlich 1-3 Tage Lieferzeit und ich habe es, glaube ich, vor 10 Tagen bestellt. Oder noch länger. Vor der Bayerischen, glaube ich sogar. Jo, okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's es gut. Haut's rein. Tschüssi. Ja, und Unboxings und alles kommen. Ich habe jetzt gerade offen. Ich habe jetzt auch Kunde da. Ich habe jetzt auch einen Kunde da. Grüße an Marco. Marco, ich höre dich spielen. Oh, der ging daneben. Ja, und muss mich jetzt um Bürokram kümmern. Muss noch Sachen einscannen. Muss noch Jugendliche machen. Morgen ist das Turnier in... Nee. Samstag ist das Turnier in Bobingen, Samstag, Sonntag, falls es stattfindet. Nö. Keine Ahnung. Wurde abgesagt. Ja, und ihr seht ja, es sieht ja aus wie Chaos. Ich muss einen Haufen Zeug noch einräumen. Ciao.